Hallo YouTube und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video hier. Dieses Mal wieder, wie ihr seht, im Last Chaos. Und ja, ich habe heute mal vor, wieder in Pyra zu gehen und da ein bisschen schauen, wie die Leute dazu drauf sind, Level etc. Ob es überhaupt Leute gibt, die hier auf Channel 3 in der Pyra sind. Und ja. Jetzt ein Gelaber wird es heute wieder geben. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, komm, zieh dir Last Chaos da mal rein, weil ja, es ist für mich echt schwierig, muss ich auch jetzt etwas gestehen. Ich will ja immer ehrlich sein, genau, jetzt fiel es mir ein, ehrlich zu euch sein. Und das bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich habe momentan, oder sagen wir so, immer wieder, seit ich Last Chaos spiele, immer wieder keine Lust auf Last Chaos. Dann kommt wieder ein bisschen Lust, dann habe ich wieder keine Lust, dann kommt wieder eine Welle, kommt wieder eine kleine, eine große, wie auch immer, oder? Das ist bei mir so, und das Schwierige daran ist, ich habe nicht mal, also sagen wir so, ich hätte schon Drang, ich könnte sagen, komm, wert Level 185, komm, du bist fast ein Cup, dies, das, oder könnte ich schon mir so ein Ding geben, eine Motivation geben. Ja, aber das wäre für mich dann nur gesucht. Und die andere Motivation, die Spaßmotivation, gibt es nicht, auch aus einem Grund, weil der Bruder und der beste Kollege, der auch noch dazu mal von der Schulzeit her, die spielen beide nicht mehr Last Chaos, die scheißen wortwörtlich drauf, und dann ist es natürlich noch umso schwieriger. Und ja, daher auch die wenigen Videos, weil ich ja wirklich nichts verdiene mit YouTube, und darum scheiße ich auch ein bisschen, Entschuldigung, aber darum mache ich auch ein bisschen weniger Last Chaos Videos. Und ja, ein bisschen schade finde ich, dass ich so wenig Klicks kriege auf die GTA-Videos. Aber nun ja, kann man nichts machen. Da finde ich schon ein ganz schöner Ort hier. Ein ganz schöner Ort. Ja, wollte gerade einen Screenshot machen. Was ich vielleicht machen könnte, ist mir jetzt spontan eingefallen. Ich könnte euch vielleicht dazu überreden, mir Videos zu senden, beziehungsweise wir könnten das so machen. Es gibt vielleicht Leute, ihr habt vielleicht noch alte Gameplays von in EP1, EP2 oder sogar alte Let's Plays, wer weiß, auf euren Channels, eurer Festplatte, und wenn ihr irgendwie noch das habt, alte Videos, alte Fotos etc., könntet ihr die mir nicht schenken, aber könntet ihr die mir sehr sehr gerne in die Dropbox laden. Schickt mir eine Privatnachricht und dann werdet ihr mir das Dropbox laden können, weil dann ja geschieht ein bisschen mehr. Ich werde den kommentieren und reden dazu. Ja, wäre vielleicht eine Idee. Es
muss auch nicht unbedingt eine gute Qualität sein vom Video etc. Wenn, natürlich, wenn jetzt, ich sag jetzt mal als Beispiel, wenn jetzt irgendwie 30 Videos kommen, jeden Tag zum Beispiel, wird eh nicht passieren, aber wenn jetzt extrem viele Videos jeden Tag kommen, werde ich natürlich nur die besten raussuchen, das ist klar, aber wenn irgendwie 3 Videos kommen innerhalb von einem halben Jahr, dann ja, dann werde ich natürlich da nichts aussortieren. Ja. Sind wir jetzt schon bald unten? Aber es sieht nicht so aus. Ich gehe nachher noch zu den Sphinx. Also nicht zu den Sphinx, zu den Antiken, aber ich habe das Gefühl, dass nicht so viel läuft hier. Aber ja. Bin ich noch bis du so lang? Werde auch schauen, dass ich, also nicht ich werde, ich bin immer dran, ich suche mir immer Themen raus, um was ich durch Spitzen schwatzen könnte. Aber es fallen mir nicht wirklich viele Sachen ein. Und wann, dann ist es so wie jetzt. Ich kann jetzt nicht lange, so will ich jetzt lange darüber reden. Wegen YouTube, wegen meinen Videos und keinen Bock auf, lass trotzdem lange über das Zeug reden, das zieht nur alle runter. Und ja. Und ja, Leute, bleibt dran, denn wenn ich unten bin, erzähle unten bei dem Bus, ich weiß nicht mehr, kann nicht mehr sagen, wie der heißt, aber gibt ja nur einen Bus unten, werde ich euch eine Hammergeschichte erzählen, beziehungsweise zwei Geschichten. Die erste ist, also wirklich eine Geschichte, die zweite ist ein Vorhaben, was ich vielleicht machen werde in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Und ja, wenn die vielleicht mal aufgehört haben zu stunen, dann ja. Und ja, wir sind gleich unten. Und ja, ich merke, es ist ohne da die Gegengifte sehr mühsam ist herunterzulaufen. Ich habe sicher auch nichts dabei. Aber ja, ich sage es jetzt einfach so unterwegs. Und zwar ist das erste, sind wir wieder hier, bin ich eh nicht unten. Also das erste, ich habe ein Video mal gemacht, wo ich unten, aber das war, ich glaube, im Last Call 777 oder irgendwas, oder Destiny, wo ich unten gegen den Boss gefightet habe. Mit einem Titan und mit einer Heilerin. Ich habe zwei Videos davon, weiß nicht, ob beide online sind. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wenn ich mit GTA Erfolg habe, also wenn GTA richtig laufen die Videos, und ich aufhören würde mit Last House, respektiv, sagen wir so, wenn ich jetzt kein Lust mehr habe auf Last House und sage, du, ich höre auf. Wäre meine Idee, weil ich habe das satt, immer da reinzugehen, wieder raus, wieder rein, und über die Jahre immer Last House gespielt und pipapo. Dachte ich mir so, okay, bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich jetzt wirklich einen Down habe und nicht mehr Last House spiele, oder es sich da so einschleicht, dass ich keinen Bock mehr habe und nur noch GTA spiele, dann wäre meine Idee, dass ich Punkt 1, was ich am allerliebsten machen werde, ganz Charakter verschenken bzw. verkaufen und nicht für 100 Millionen Gold, sondern für einen fairen Preis, natürlich mit der ganzen Rüssi, mit der ganzen Waffen. Denkt dran, die 100
73er Waffe, glaube ich, und 73 ist die plus 24 Heiler Waffe ist auch mit drin. Und ja, für einen fairen Preis, ich weiß doch auch nicht, für 300 Euro oder keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich eh viel zu viel, aber würde ich jetzt schön finden für mich. Und ja, wäre Punkt 1 verkaufen. Punkt 2 wäre, wenn das nicht geht oder niemand Interesse hat, wäre die Items zu verkaufen, die einzelnen Items. Und dann die Items, die ich nicht verkaufen konnte, oder die, ja, wenn mir die Zeit davon läuft, dann die restlichen Items einfach auch verschenken oder dem Typen, dem Spieler, dem ich das Gold gebe, dem auch die Items noch geben. Also eine klassische Car-Auflösung. Oder Punkt 3, irgendein Spiel machen oder eine Verlosung im Forum oder ich weiß es doch auch nicht. Einfach, ja. Und dann auch der Account entweder sperren, also löschen, von einem Game Master sperren lassen, Begründung angeben, keine Ahnung wie man das macht, oder selber so Scheiße bauen, dass man gesperrt wird, ganz einfach. Und ja, weiß jetzt auch nicht, wenn das geschehen würde, würdet ihr es natürlich als erstes erfahren. Ich würde dann wieder ein Video dazu machen, natürlich auch damit ihr wisst, wenn jemand mit meinem Namen herumrennt, würde ich natürlich nicht zulassen, aber kann man sich vielleicht wieder umbenennen, keine Ahnung. Dann ja, damit ihr wisst, dass ich das nicht bin. Und ja, das wäre es, glaube ich, gewesen. Ich hoffe, dass, also nicht falsch verstehen, es ist nicht, dass ich jetzt nicht mehr spiele, das wäre einfach, wenn ich einen Down hätte, wenn ich nicht mehr spiele, gerade richtig. Alles weg, alle Items weg, Charakter sperren, aber alle Items weg, weil ich finde das immer so schade, wenn ich habe so lange für meine Items gebraucht, um die suchen, vor allem für die Russi, und dann vergammelt das auf meinem Charakter, oder? Darum, nicht falsch verstehen, es ist nicht, dass ich jetzt aufhöre, es ist einfach so, was wäre, wenn ich aufhören würde. Ja, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao miteinander.